Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. So, Valhalla. So. So, mal. Ein neuer Tag mit frischem Wind. Bist du bereit für den Kampf, der vor uns liegt? Holen wir uns die Stadt zurück. Aber das wollte ich hören. Triff mich am Westtor von Grantabrück. Dort sammeln wir uns. Pass auf, dass du keinen Gefallen daran findest, anderen zu gehorchen als deinem Jarl zu Hause. Ich kämpfe für Sigurd, niemanden sonst. Solange du auf diesem Schiff bist, kämpfst du für mich. Und um Soma für uns zu gewinnen, kämpfen wir für sie. Was meckert der denn immer so viel? So, hoch jetzt her. Ja! An die Ruder. Segel hoch! Segel! Segel! Stimmt etwas an. Ich will eine Saga hören. Hier ist eine Geschichte, die ich nicht oft erzähle. Es gab mal einen wenig bekannten... Wir machen später Was weiter. Was ist das? Ein militärisches Lager? Na dann, zurück zur Geschichte. Hier ist eine Geschichte, die ich nicht oft erzähle. Es gab mal einen wenig bekannten Clan im Süden, der nur aus Kriegerinnen bestand. Und ich... Warum du nicht bei ihnen bliebst, als sie dich baten, ihr König zu werden, werde ich nie verstehen, Doug. Das war die Geschichte, Alter. Okay. Eine recht kurze Geschichte, wa? Hüpft doch nicht immer gleich darin, Mädchen. So, dann wollen wir mal, wa? Ein bisschen Trouble. Rumble in the Jungle. Zwei Trupps, versteckt. Einer an jeder Seite des Tors. Stürmt los, wenn das Signal kommt. Keinen Augenblick früher. Wigmund weiß, dass wir kommen. Das soll er auch. Ich rede mit ihm. Er wird mein Friedensangebot abweisen und unsere Unterhaltung wird ein überraschendes Ende finden. Ich finde immer doof, dass die Gespräche immer abgebrochen werden, wenn du zu nah kommst. Deswegen warte ich lieber so ein bisschen, bis die fertig sind mit Quatschen. Wigmund, du ehrloser Dieb! Ich weiß, dass du da bist. Gib mir Grantabrück zurück, Wigmund! Es müssen nicht noch mehr sterben. Regeln wir das unter uns, von Herrscherin zu Herrscher. Worüber sollte ich mit dir reden? Du hast nichts anzubieten. Ich bin vom rechten Blut. Du bist nur eine dreckige Heidin aus der Achsel eines Riesen entsprungen. Ich habe diese Stadt erbaut. Von einer Lehmhütte zur blühenden Hafenstadt. Wir wissen beide, dass dir ohne meine Hilfe ihr Reichtum zwischen den Fingern zerrinnen wird. Hinfort! Geht und verreckt im Dreck, wo ihr hingehört, ihr Heiden! Wigmund! Wigmund! Ein letzter Versuch noch. Gib Grantabrück auf! Wenn du die Stadt mir überlässt, lasse ich dich vielleicht am Leben. Ha! Grantabrück gehört mir! Ich habe ihr das Sagen. Und ich werde euch von diesem Land schaben wie den Eiter von einer schwärenden Wunde. Lass mich dir einen Rat geben, alter Bär. Eine eiternde Wunde reinigt man nicht mit einer Klinge, sondern mit Feuer. Na, dann wollen wir doch mal ein bisschen schießen, ne? So, ja. Jetzt! Dänen von Grantabrück schier! Nehmt euch, was euer ist! Gemeinsam! Kein Paradies! Zur Hölle!
Sieh dir Grantabrück an. Was hat Wiegmund getan? Dafür ist keine Zeit. Wir müssen die Stadt befreien. Dann wird es nicht mehr dauern. Gott verflucht! Genug jetzt! Jetzt ist Zeit! Dafür stirbst du! Bleib bei der Sache! Schützt euch! Deck dich einfach! Fahr zur Hölle! Geht dort herum! Haltet den Wicht auf Trab! Spürst du meine Sühne! So, wer ist hier noch? Du willst schon gehen? Schießt! Du gehörst mir! Ach, man kann die so ja wiederbeleben. Danke, Eivor. Ich bin bei dir, Soma. Erhebt eure Schwerter gegen mich! Versucht es doch! Ich habe Wiegmund nicht gesehen, seit wir die Mauern durchbrochen haben. Auf zum Langhaus! Dort finden wir ihn sicher. Ah. Wer baut denn so eine Scheiße hier? Tötet jeden Sachsen, der noch atmet. Du warst das! Keine Gefangenen, keine Gnade. Ich finde das so geil, Alter. Bezahl für deine Sünden. Geht zum Nachdenken. Ha. Gott! Wow! Du bist zerschmettert! Du wirst leiden! Auf mich! Oh, es rennt jetzt hier! Oh, die gehört ja zu uns. Gott ist mit mir! Gott verfluche dich! Jawohl, Alter! Man fühlt sich so mächtig. Geduld. Wo ist denn hier noch einer? Ach, da. Hier sind die Wogen geglättet. Weiter. Den Rest hier werde ich schon schaffen. Wir lassen uns nicht beirren. Jetzt stirbst du. Na los, komm schon. Diesmal bringst du dich nicht raus. Aber verdammt, zu spät. Ich töte das, die Deckung oben. Die Arme ab hier. Wiegmund! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Komm und stell dich deinem Ende! Heidnische Aale! Wiegmund ist weg! Oh. Er ist weg! Jeder, der für Wiegmund kämpft, wird sterben! Geht zusammen. Der Herr gibt mir Stärke. Was war denn das für eine Skill eigentlich? Ah, ich hab diesen. Kleine Treffer zeigen Wirkung. Wird hier alles nur aktualisiert, ja, ständig passiert hier irgendwas. Möge dein verwanzter Körper meine Felder düngen. Eivor, zu mir. Ja, aber hat er hier kein Loot? Der hat kein Loot, Alter. Wiegmund ist nirgends zu sehen. Vielleicht versteckt er sich innerhalb der Stadtmauern. Sollen wir ihn suchen? Nein, der ist fort, glaub mir. Dieses feige Schwein. Doch wir haben uns heute gut geschlagen. Komm mit mir. Ich möchte, dass du das Kriegshorn ertönen lässt, um unseren Sieg zu verkünden. Alter, lass den ganzen Schier wissen, dass wir Grantabrück zurückerobert haben. Der Klang des Horns steht für Beute, Wohlstand und langes Leben. Wieso ich? Wieso nicht?
Du warst der Grundpfeiler dieses Angriffs. Du hast das Blatt gewendet. Möge der Wind aus deiner Lunge meiner Stadt wieder Leben einhauchen. Wie sie läuft und wie sie bewegt. Also, ja, Meister, ja. Wie so Igor, wisst ihr, so ein Igor, Alter. Jetzt wird erstmal gefeiert. Seht euch alle an! Krieger! Stattlich! Gut aussehend! Blutgetränkt! Ah! Granterbrück gehört endlich wieder uns! Und morgen treten wir die letzten von Wigmunds Feuerchen aus. Doch heute Nacht, feiern wir wie die Götter. Hier sieht man auch die Gesichter oder die Haare, wie die so aufploppen oder wegploppen oder wie auch immer. Irgendwie so ganz komisch, alles so ganz komisch. Also dieses Spiel ist einfach performance-technisch der letzte Rotz. Das ist schlimm. Ich meine, ich bin kein Programmierer. Ich habe sowas noch nie so wirklich so schlecht erlebt. Und dass immer noch nichts gemacht ist. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwas dran gemacht wird. Weil es sind ja nur optische Sachen. Also, puh. Bei meinem Clan gibt es die besten Feste, oder? Hast du dich gut amüsiert? Ich schon. Aber hast du auch gefeiert oder getrauert? Du schienst hin und her gerissen. In der Nacht des Überfalls hörte ich Kampfgeräusche aus dem Langhaus. Kurz darauf wimmelte es in der ganzen Stadt von Sachsen. Also befahl ich den Rückzug. Alle sterben eines Tages, aber nicht so. Nicht an diesem Tag. Das habe ich schon mal gehört. Dass die Sachsen plötzlich aus dem Schatten aufgetaucht sind. In meiner ganzen Zeit in Granterbrück war dieser Tunnel mein verschwiegenstes Vorhaben. Das bestgehütete Geheimnis der Stadt. Jetzt wissen 100 oder mehr Sachsen darüber Bescheid. Die einzigen, die von diesem Tunnel wussten, waren ich und die drei aus meinem engsten Kreis. Du meinst, du wurdest hintergangen? Ich weiß es sicher. Von wem? Das ist die Frage. Entweder Leaf, Galin oder Birna. Ich kann es nicht sagen. Doch sie waren es, die mir halfen, heimlich diesen Tunnel zu graben. Ich setze auf deinen Verstand. Du bist neu und hast einen frischen Blick. Ich könnte deine Augen und Ohren gebrauchen. Ich versprach dir, bei der Rückeroberung der Stadt zu helfen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Danke. Ich habe Galin, Leaf und Birna entsandt, um die restlichen Pfeiler von Wigmunds Macht im Schier zu vernichten. Triff dich mit ihnen, plündere mit ihnen, lerne sie kennen, so gut es geht, und finde heraus, wer mich betrogen hat. Einen so heimtückischen Verrat vermag ich mir kaum vorzustellen. Aber wenn jemand fähig ist, einen Schwur so zu brechen, dann muss es doch Anzeichen dafür geben. Ich brauche ein unparteiisches Urteil. Ich brauche dich, Eivor. Ich bin da. Danke. Bitte sieh dich nach Belieben um. Durchsuche die Stadt und den Tunnel. Und hier ein Geschenk dafür, dass du Granterbrück mit uns zurückerobert hast. Das ist eins der letzten Andenken meiner Blutsfamilie. Warum vergeben die das denn immer? Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, das sind... So wie damals bei Witcher, wo wir von Krach diese Familienschwert bekommen haben. Das ist so eine Sache, wo ich denke dann so, was ist denn das hier? Einsammeln? Rixög...
Gurna, Seite 2, die Überlistung von Erlinger Schwertzunge. Die Winter vergingen und Rick war stark, wenn auch hager. Ein großer Krieger. So, mache ich mal langsam weiter, dann könnt ihr euch den mal durchlesen hier. Saga-Seite, okay. Somas Tagebuch. Letzte Nacht wurde zünftig gefeiert. Es wurde genauso viel Ale verschüttet wie getrunken. Wir erzählten uns die Geschichten der Schlacht, wie wir sie erlebt hatten, und lachten über Wigmund und die Tölpe, die er ein Herr nennt. Stolz kam in mir auf. Freude. Erleichterung. Für einen Moment dachte ich, wir wären nie fort gewesen. Der Geruch des Langhauses, das Knistern des Feuers, alles stimmte. Doch dann stimmte es nicht mehr. Mein Lächeln schwand und ich musste wieder an Blut denken. Ein Verräter ist unter uns. Jemand half Wigmund aus der Stadt zu fliehen. Jemand, der diesen Krieg ausdehnen will, statt ihn zu beenden. Es wird kein Entrinnen geben. Wer Wigmund im Leben gefolgt ist, soll ihm auch in den Tod folgen. Ja, okay. Dann würde ich sagen... Klug von Soma, diesen Tunnel zu bauen. Was ist denn das hier? Ach nee, ist nichts. Gucken wir uns mal hier um, ne? Aber wie ist der hier entkommen mit den Schlangen? Weißt du, was ich meine? Dieser Tunnel führt in das Langhaus. Der Verräter hat den Eingang mit einem gelben Kreuz markiert und dann die Angreifer eingeschleust. Hier muss der Verräter mit ein paar anderen herausgekommen und in Richtung Flussufer gelaufen sein. Eine Spur gelber Farbspritzer. Das hatte ich bei privat noch gar nicht gesehen, ihr habt diese Spur da. Kusch, Kusch! Bleib meiner Burg fern! Und meiner Brut! Meinen süßen Katzenkindern! Kusch, du olle Dänen! Meine armen Felder! Mein Gott, warum hast du so viel Ungeziefer erschaffen? Siehst du, der Spur bin ich noch gefolgt, ja. Wo seid ihr? Geht das jetzt weiter? Ach, da. Oh. Jemand hat diese gelbe Farbe bis zum Flussufer runtergeschleppt. Hier wurde hastig ein Langschiff bemalt. Dann segelten sie los. Mit Verbündeten als Besatzung. Wir haben das gelbe Langschiff schon gesehen, Freunde. Und zwar... Wo waren das jetzt gewesen? Hier so, ne? Hier in der Ecke. Wir haben doch dieses Langschiff schon gefunden. Wie hieß der nochmal, der da oben war? Das Schiff von Galin hatte Bad Jelbet.
Echt jetzt? Muss ich da schwimmen bis dahin? Junge Leute. Ihr hättet auch dichter ranfahren können. Ich fahre auch immer dichter ran. Ihr Eimerköppe, ihr Elende. Gerast hat damit nichts zu tun. So, wir fahren jetzt hier mal lang. Was ist denn das hier eigentlich für ein Nest? Sind da welche? Da sind Befestigungen, Eivor! Ja. Du bist schon so das gut wie so. Schlachtschweiß fließen! Zeigen wir es den Schweinen! Bringt ihnen den Tod! Seid wachsam, bis die Sau schwächelt! Lauf nur nach Hause! Jetzt wird richtig gekämpft! Ja. Fort mit dir! Lass deinen Keil hinein! Zurück! Mach deinen letzten Atemzug! Reich den Schlägen aus! Du wirst zerschmettert! Zurück, wir arbeiten zusammen! Du bist tot! Ab ist die Birne! So nicht! Nicht mit mir! Genug jetzt! Ach doch nicht da unten durch! Hättest wegrennen sollen, Pete! Oh. Voll die Biene weggelatscht! Was drinnen, ne? War der Köcher nicht hier in. Wie ist das nicht, das Nest so? Das, oder. Dingens hier? Das. Fahr zur Hölle! Blut für Odin! Junge, du musst weniger. Zu langsam! Spannung der Hatz! Da ist der Wurm! Schießt! Es reicht, Gottes Urteil, entkommst du nicht! Der hat ihm übelst den Rücken gerade geprellt. Ja, dann war er kaputt. Freunde! Da ist die Truhe. Was haben wir hier noch? Wiegmunds Anweisungen, Soldaten Gottes. Tötet alle heidnischen Hunde, die den Überfall von Grantabrück entkommen konnten, aber verschont das gelbe bemalte Langschiff. Dieses Schiff bringt den Herold unseres großen Siegels. Okay. Finde den Schlüssel. Oh Gott, wo ist denn der nur wieder? Aber nicht verfügbar. Welche? Ach, da hinten. Sau schwächelt. Du gehörst mir! Wir arbeiten zusammen! Du brauchst leiden! Bist du das mit dem Schlüssel hier? Irgendeiner von euch hat doch den Schlüssel hier, oder?
Du wirst Wurm futtern. Lass den Feind nicht zu Atem kommen. Okay, wo ist der Schlüssel? Da hinten ist der Schlüssel. Moin, du Lappen, du. Streite für Gott! Wir machen dich einfach mürbe. So, den Schlüssel haben wir. Reichtum erworben, okay. Der hat ein Rüstungsteil, so wie der aussieht, ja? Na, dann können wir auch hier rennen jetzt. Dann kommen wir hier rein. Aber so was von. No. Huskall-Axt. Brauchen wir da keinen Mensch hier. Das dauert nicht lange. Versuch's mal! Töte dich! Das überlebst du nicht. Wir haben, was wir wollten. Los jetzt! Hier ist die alte gewesen, stimmt. Der Köcher. Das, Freunde, war der Köcher. Du bist mir auf die Schliche gekommen. Beeindruckend. Aber du findest uns nicht alle. So tief kannst du nicht graben. Wir sind wie ein fauliges Geschwür. Wir bahnen uns unseren Weg, wie der stete Tropfen hüllt den Stein. Verstehst du? Geht es dir gut? Warum fragst du mich das? In einem Moment wie diesem? Hinter deinen Worten steckt mehr. Ein Geheimnis. Es zeigt sich in jedem zerbrechlichen Wort, das aus deinem Munde kommt. Jo, was war denn wohl mit der? Aber war hier hinten nicht noch irgendwo eine? Hatte ich hier nicht so einen großen gehabt? Ja! Sind wir hier durch? Wir sehen mal, ob wir hier durch sind. Bin mir gerade nicht so sicher. Hier ist auch gerade nichts mehr. Und die rufen schon zum... Zurück, ja, wir sind hier durch. Okay. Oder? Was ist denn da hinten noch? Oh Gott, muss ich niesen? Nee, ich hoffe doch nicht. Okay, wenn wir mal festhalten wollen, den ollen komischen Galin, sein Boot war gelb angemalt. Jedenfalls war das, genau. Und die mit gelbe Farbe und wir haben eigentlich schon, wir wissen eigentlich schon, dass Galin das ist. Wir müssen eigentlich ja nicht weiter mehr quatschen. Aber ich will das Boot noch finden. Warte mal, wo war denn das gewesen? Das war doch... irgendwo hier hinten, oder? War das hier? Nee, warte mal, wir haben hier...
in dem Bereich. Warte mal, hier ist ein Schiff. Da ist ein Schiff, das war Bonas Schiff. Nee, das ist das Schiff. Hier müssen wir hin. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Freunde der Sonne, ich mache hier erstmal Schluss und wir sehen uns hier in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.